Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf den Tribünen, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich kann es Ihnen nicht ersparen, aber ich glaube, Sie werden das eine oder andere jetzt noch mal hören. Und ich glaube, auch dieses wird für die Zukunft nicht das letzte Mal sein. Aber als Erstes, ich habe, als ich hier einen Antrag gelesen habe und nochmal gelesen habe und nochmal gelesen habe, ich sage Ihnen ganz ehrlich, mal ganz salopp hier in einer etwas anderen Sprache, mir hat es fast die Schuhe ausgezogen. Ich könnte hier auf so viele Einzelforderungen aus Ihrem Antrag eingehen. Ich könnte Ihnen gewichtige Argumente entgegenbringen, aber ich glaube einfach, Herr Rossmann hat gesagt, er glaubt dort noch an eine Weiterentwicklung der Linken. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, denn durch diesen ganzen Antrag zieht sich etwas, und deshalb glaube ich, dass einzelne Dinge Sie nicht überzeugen werden. Durch den ganzen Antrag zieht sich von Ihnen ein Staatsbild, was ich persönlich als zentralistisch beschreibe. Sie wollen, das haben Sie nicht nur an einer Stelle gesagt, Sie wollen den übermächtigen Bund. Sie wollen die schwachen und machtlosen Länder. In Ihrem Antrag bezeichnen Sie die Länder als, wie haben Sie es geschrieben, eine Art Getriebene einer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Sie als schädlich nicht nur für das Wissenschaftssystem sehen. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, so verstehen sich die Länder nicht. So haben sie sich nie verstehen und so werden sie sich auch nie verstehen. Wir hatten vor circa 10 Jahren eine sehr, sehr lange Diskussion zur Föderalismusreform. Den Ländern war es wichtig, zwischen ihnen und dem Bund klare Regelungen zu Entscheidungsgewalt und Verantwortung zu treffen. Der Kollege Stefan Kaufmann hatte schon ausgeführt. Warum war Ihnen das so wichtig? Weil Sie schneller und besser eigene politische Akzente setzen wollten. Sie wollten in Ihren Haushalten Schwerpunkte setzen, ohne dass der Bund Ihnen sagt, wo denn die Schwerpunkte sind. Und Sie wollten durch kluge politische Entscheidungen in den Wettbewerb eintreten und sich dort durchsetzen. In einen Wettbewerb mit mehreren Ländern, sonst hätten wir PISA eh nicht gemacht, einen Wettbewerb mit anderen Regionen Europas und der Welt. Und das Ergebnis, und wenn ich mir das mal anschaue in den letzten 10 Jahren, ich denke, das kann sich im Durchschnitt schon sehen lassen. Schauen Sie sich doch die Ergebnisse an, die wir haben, ob im Schulbereich PISA und PISA-E. Schauen Sie sich die internationale Sichtbarkeit unseres Wissenschaftssystems an. Schauen Sie sich die Berichte ein, Bildung auf einen Blick. Selbst die OECD hat es inzwischen verstanden. Und auch der Bildungsmonitor. Im Schnitt sehen Sie überall eine dynamische, wirklich recht gute Entwicklung. Aber ich sage auch, wir haben noch Luft nach oben. Wir nutzen sie, lieber Kollege Mutlu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wettbewerb, das ist auch so ein Reizwort bei Ihnen, ist für Sie von der Linken offensichtlich kein Anreizsystem. Sie gehen davon aus, dass Sie durch die gleiche Verteilung von Finanzen in ein differenziertes Bildungs- und Wissenschaftssystem gute Perspektiven für die Generation von morgen schaffen. Sie gehen zum Beispiel auch davon aus, dass durch eine nahezu vollständige Umwandlung befristeter Stellen in feste Stellen Chancen für wissenschaftlichen Nachwuchs steigen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ist nachweisbar falsch. Das zeigt uns nicht nur die Geschichte. Ich sage Ihnen, was Sie mit Ihrer Umverteilung und der Beseitigung von Wettbewerb schaffen. Statt dynamischer Spitzenentwicklung schaffen Sie überregionale Mittelmäßigkeit. Statt Internationalität schaffen Sie Nationalität, gleichzeitig verbunden mit dem Verlust der besten Köpfe. Sie schaffen eine Starrheit im Forschungssystem, denn die Stellen sind besetzt über 30 Jahre. Und Sie schaffen einen Rückgang der Innovationen. Ich kann Ihnen sagen, was die Folge ist. Arbeitsplatzverlust, Wohlstandsverlust, Schwächung der Gesellschaft und Wirtschaft. Genug Material, um eine Horrorgeschichte zu schreiben. Und ich sage Ihnen eins, das können Sie, werden Sie mit der CDU-CSU nicht machen. Frau Kollegin, darf der Kollege Lenkert eine Zwischenfrage stellen? Heute ausnahmsweise nein, lieber Kollege. Sehr geehrte Damen und Herren, das Grundgesetz ist, glaube ich, überdeutlich. Aufgaben der Länder sind all jene, die das Grundgesetz nicht dem Bund zuschreibt. Und dazu stehen wir als CDU-CSU heute und auch morgen. Bildung und Wissenschaft sind dabei ganz klar im Grundsatz, so wie es die Länder wollten, Aufgabe der Länder. Ich sage ganz eindeutig, wer für die Verantwortung für Bildung und Wissenschaft gekämpft hat,
muss sich jetzt auch für eine auskömmliche Grundfinanzierung kümmern. Und darauf werden wir achten. Meine Damen und Herren, an ausgewählten Zielen arbeiten und finanzieren Bund und Länder im Bewusstsein der klaren Verfassungslage gemeinsam. Es gibt kein Verbot der Zusammenarbeit, wie Sie es immer uns glauben machen wollen. Wir haben es an vielen Stellen gehört. Ja, es knirscht manchmal in der Zusammenarbeit. Ja, wir streiten uns auch. Aber sicher und ganz sicher wird die Zusammenarbeit an der einen oder anderen Stelle verbessert werden, auch wenn wir weiter vehement uns auch für gegensätzliche Positionen einsetzen. Ich halte das übrigens für eine sehr gute Sache im Finden eines wahren Weges. Was aber nicht geht, und da denke ich, Herr Lenkert und liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir vielleicht doch uns noch mal viel intensiver auseinandersetzen möchten. Mir ist bis heute wirklich nicht klar, warum Sie unbedingt, und Sie sehen darin den Schlüssel der Besserung, warum Sie unbedingt Aufgabenbereiche der Länder in den Bund ziehen wollen. Ich sehe darin überhaupt gar keinen Schritt zu Fortschritt. Ich will Ihnen was sagen. Gerade im Bildungs- und Wissenschaftsbereich müssen Entscheidungen gefällt werden, die nah dort sind, wo Bildung und Wissenschaft entsteht und nicht weit weg. Und deshalb haben vor 10 Jahren die Diskussion genau dieses als Ergebnis gehabt. Man wollte die Dezentralisierung ganz, ganz bewusst, und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen aus Brandenburg und Thüringen. Es ist völlig außer Frage, dass hier irgendwo etwas sieht, was irgendwie in eine andere Richtung geht. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass die Finanzierungen in den Ländern, und jetzt schauen Sie sich doch mal den Haushaltsplan des Bundes an. Was ist denn passiert in den letzten 10 Jahren? Prioritäten setzen, Schwerpunktbildung setzen. Das müssen die Länder auch tun und das können sie auch tun. Schauen Sie sich die erfolgreichen Länder an im Bereich Bildung und Wissenschaft. Die kämpfen in den Haushaltsberatungen in ihren Ländern für die Priorität von Bildung und Wissenschaft in ihren Haushaltsplänen. Und das können wir von den Ländern verlangen. Und das gepaart mit der Prioritätensetzung des Bundes wird zu einer Ausstattung aller Regionen auch führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wieder bieten ja diese Anträge auch die Gelegenheit, um gewisse Dinge gebetsmühlenartig zu wiederholen. Und deshalb sage ich es auch hier an der Stelle noch einmal, wir als CDU-CSU-Fraktion wollen starke und selbstbewusste Länder, wir wollen starke und selbstbewusste Wissenschaftseinrichtungen, wir wollen, dass diese auch in Zukunft ihre Entscheidungen eigenverantwortlich treffen, im Wettbewerb zu allen anderen. Und wenn diese Grundbedingungen gegeben sind, dann werden wir in Zukunft als Bund, als Partner für Sie immer zur Verfügung stehen und noch stärker werden, als wir es jetzt schon sind. Herzlichen Dank. So, das Wort hat nun der Kollege Lenkert für eine Kurzintervention.